Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Ich begrüße Sie aus der WWK Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte ein tolles Spiel werden. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite, das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante, also das ist schon eine Grundlage für ein attraktives Spiel. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da können Sie erstmal klären. Niederlechner, Gregoritsch. Weg ist der Ball. André Hahn. Schießt er ihn rein. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Grueso. Niederlechner. Kommt jetzt die Flanke rein. Schönes Zuspiel. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Teigl. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. In den freien Raum. Macht er gut. Gute Chance. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musste natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Grueso. Max. André Hahn. Niederlechner. André Hahn. Gute Aktion jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da wäre jetzt Platz. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Teigl. Jetzt der Ballverlust. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da muss er flanken. Khedira. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Kayubi. Da trennt er ihn fair vom Ball. Grueso. Gregoritsch.
Jetzt könnte er flanken. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Da verlieren sie den Ball. So, was machen sie draus? André Hahn. Macht er ihn! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Die Ecke kommt rein. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Grueso. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Sie haben Platz. Sieht gefährlich aus. Jetzt den Ball reinbringen. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Schwache Aktion, Ballverlust. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Das sind ungewohnte Schwächen, die er hier zeigt. Und so kann er seiner Mannschaft natürlich nicht helfen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Toller Pass. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Niederlechner. André Hahn. Gregoritsch. Grueso. Gefährlich! Kann er was draus machen? Da kommt die Hereingabe. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Ja, könnte was werden. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi. Wir bekommen jetzt also den Wechsel. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Khedira. Bayer. Niederlechner. Kayubi. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Ballverlust. Unaufhaltsam. Niederlechner. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Ballverlust.
Klasse Pass. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Yilmaz. Jetzt der Ballverlust. Gibt Einwurf. Marek Suchi. Kayubi. Bayer. Niederlechner. Gregoritsch. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Fast die Führung. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gute Aktion. Und gibt's jetzt die Führung. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Sieht vielversprechend aus. Niederlechner. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. André Hahn. Ist hier immer noch am Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er gut. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sie machen schon sehr früh Druck. André Hahn. Zeigel. André Hahn. Jetzt vielleicht die Flanke. Kurze Flanke. Er ist noch heiß. Super dazwischen gegangen. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Der Abpfiff und das Spiel endet unentschieden. War ein interessantes Duell, oder? Ja, und das am Ende ohne Sieger. Aber es war die ganze Zeit wirklich spannend.